Bei der Übertragung ins Langzeitgedächtnis spielen plastische Reorganisationsprozesse im Gehirn eine Rolle, wo die Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen, die Synapsen, verändert werden. Dazu müssen Proteine synthetisiert werden von den Zellen, die dann praktisch als Bausteine für diese Reorganisation dienen. Das Problem dabei ist, dass dieser Reorganisationsprozess 24 Stunden dauert. Das heißt, bis die Proteinbiosynthese abgeschlossen ist, vergehen mindestens 24 Stunden. Und in dieser Zeit ist der Prozess störbar. Das heißt, eine Zelle, eine Nervenzelle, die gerade dabei ist, Langzeitgedächtnis aufzubauen, ist auch dieselbe Zelle, die damit beschäftigt war, diese Information zunächst mal aufzunehmen. Wenn sie nun, während sie abspeichern soll, neue Informationen aufnehmen soll, dann stören sich diese Prozesse gegenseitig. Also die akute Verarbeitung von Informationen stört die akute Abspeicherung von Informationen. Und deswegen ist es eben ganz zentral wichtig, dass wir nicht nur gucken, was passiert in der Schule, im Unterricht, sondern auch, was passiert nachmittags in der Freizeitgestaltung, innerhalb dieser 24 Stunden, nachdem ein neuer Lernstoff präsentiert wurde. Wenn Kinder da zum Beispiel vorm Fernseher sitzen, wir wissen aus Studien, wo gerade in sozial schwachen Familien passiert das teilweise, die Kinder sind sich selbst überlassen, sitzen den ganzen Nachmittag vorm Fernseher oder vorm Computer mit irgendwelchen Spielen. Das ist eine extreme Reizüberflutung, die genau diese Nervenzellen dann beschäftigt, die eigentlich gerade Informationen, die gelernt werden soll, abspeichern sollen. Und deswegen ist das so besonders schädlich. Der Punkt dabei ist, welche Nervenzellen machen das? Also wenn ich praktisch eine visuelle Information abspeichern möchte, ein Bild vielleicht, eine Grafik, die ich im Unterricht gelernt habe, und habe dann gleichzeitig visuelle Informationen, zum Beispiel beim Fernsehen, die da reingeht, dann benutze ich dieselben Nervenzellen, die das dann machen sollen, beides gleichzeitig, das stört. Wenn ich aber die visuelle Information abspeichern soll und habe vielleicht eine Reitstunde oder gehe zum Fußball, wo ich ganz andere Nervenzellen beschäftige, motorische sehr stark natürlich, Koordination und so weiter, dann stört sich das nicht gegenseitig, weil es verschiedene Nervenzellverbände sind.